Hassan Sheikh Mohamud hat am Sonntag sein Amt als neuer Präsident Somalias angetreten. Damit hat Somalia erstmals seit dem Sturz des Diktators Mohamed Siad Barre im Jahre 1991, der das Land in ein 20-jähriges Chaos und einen Bürgerkrieg gestürzt hatte, wieder ein Staatsoberhaupt. Dies sei ein historischer Moment für Somalia, sagte Hassan Sheikh Mohamud bei seinem Amtsantritt. Der 56-jährige Akademiker gilt als moderater Islamist. Bis 2010 war Mohamud erster Dekan der Simat-Universität. Der neue Präsident sieht sich mit einer Flut von Problemen konfrontiert: Korruption, Piraterie und die erbitterten Rivalitäten der Clans.